Ja, und damit sage ich Moin und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Nerim. In der letzten Folge haben wir ja noch das Sanktum erreicht und uns hier schon ein wenig umsehen können. Wir haben ja dieses Gebäude schon erkundet und waren auch in diesem Gebäude hier schon drinne. Da waren ja ein paar Templer, ja, die uns auch Fertigkeiten beibringen können und halt auch ja, ganz normal Sachen zum Verkaufen haben. Und dann würde ich sagen, in dieser Folge toben wir uns hier beim Sanktum schön aus. Wir haben ja dieses Gebäude noch, dort hinten können wir wahrscheinlich noch was gucken. Da ist noch ein Gebäude und ja, wer weiß, da ist auch noch ein Turm, wo es hier überall noch hingeht. Bevor wir aber hier weitermachen, würde ich euch gerne noch ganz kurz mitnehmen, sozusagen. Ach so, bevor ich es vergesse, in der Zwischenzeit ist eigentlich nichts passiert. Ich war einmal noch ganz kurz in den Gewölben von Telrida und habe da noch ein paar Sachen eingesammelt, habe die aber noch nicht verkauft. Also alles, was ich jetzt tragen konnte, das können wir ja sonst gleich noch, also zumindest ein bisschen zusammen machen. Aber wie gesagt, das meiste mache ich ja immer offscreen. Und was ich auch hoffe, was hier zu finden ist, ist eine sichere Truhe, weil so langsam würde ich gerne mal wieder ein paar Sachen umpacken, weil das doch recht umfangreich ist, was wir jetzt hier alles schon irgendwie gesammelt haben. Genau, aber bevor wir jetzt hier ins Spiel einsteigen, würde ich euch gerne noch ein bisschen mitnehmen. Und zwar, ich hatte ja gesagt, dass ich gerne irgendwie ein bisschen das Entwicklerteam unterstützen würde, also Shure AI, weil Nerim, das Game, das gefällt mir so gut. Ich finde das bisher so schön. Und da habe ich jetzt auch im Shop was bestellt. Ist heute angekommen. Hier ist das Paket. Und das wollte ich euch dann gerne zeigen. Also es wird jetzt hier kein High-End-Unboxing. Das können andere Leute besser als ich. Aber zumindest wollte ich euch das mal zeigen. Und zwar habe ich mir so ein cooles Poster bestellt. Das ist tatsächlich auch, so groß, dass ich das hier kaum irgendwie in die Kamera reinbekomme. Ja, so sieht das aus. Ist tatsächlich mega geiles Papier und total dick auch. Wunderschöner Druck, also gefällt mir richtig, richtig gut. Und das wird hier echt einen richtig schönen Platz finden. Und da freue ich mich mega zu. Und in den nächsten Folgen werde ich euch vielleicht das ein oder andere noch zeigen, was da noch alles so dabei war und freue mich auf jeden Fall total und wollte euch das gerne zeigen. Also, wenn auch ihr Lust darauf habt, schaut doch einfach mal vorbei. Ist eine angenehm große Auswahl und ich denke mal, da wird jeder wahrscheinlich auch fündig werden. Das nur so von mir dazu. Ja, dann lasst uns doch mal gucken. Arcanes Sanctum, Magier, okay. Isetius. Hallo. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Okay. Krass. Melvin? Oh, seid ihr neu? Dann sprecht mit Vanmiria, sie ist für euch zuständig. Okay. Krass. Tanria? Kann man bestimmt auch noch was kaufen. Den kann ich nicht anschnacken. Ja, dann hat der uns ja auf jeden Fall schon mal einen ganz coolen Tipp gegeben. Haus des Magierrats, der Rat? Okay, krass. Hier geht ja auch noch eine Treppe hoch. Oh, Leute. Ich sehe das jetzt schon wieder kommen. Uriah, die kann ich auch nicht ansprechen. Das ist so umfangreich, alleine was hier schon zu alles zu gucken gibt. Also ich denke mal, hier können wir uns ziemlich lange aufhalten. Also, wow.
Was gibt's hier noch? Latorius? Hallo. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Noch jemand? Locken, stumpfe Waffe, Stichwaffe. Ja, ich glaube, das haben wir irgendwann schon mal gemacht. Ich glaube, bei dem Marius, bei dem Händler, glaube ich. Krass. Boah, das sieht so schön aus. Hammer, das sieht so, so schön aus. Krass, hier geht auch ein Weg runter, muss ich tatsächlich mal nachgucken. Ah, okay. Ah, cool, hier ist wieder so eine Plattform. Da können wir uns dann mit dem richtigen Zauber wieder hierher teleportieren. Ich wollte beamen gerade sagen, aber... Das ist ja geil. Stark, echt stark. Da waren wir, glaube ich. Ja, dann wäre ja hier noch... Ach, hier, unser Eselchen. Dann ist hier noch... Haus des Schattenrats. Oh. Templer, den kann ich nicht ansprechen. Gogorn, der Mystiker. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Der Nächste. Oh, Arkan. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gemacht. Oh, Leute. Zaubersprüche ohne Ende. Wow. Oh, hier gibt es so viel zu gucken. Teldron. Hallo. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Noch einer. Ich fasse es nicht. Zerstörung. Schaut euch um. Der hat auch so viele Zaubersprüche. Oh, ich fass es nicht. Da müssen wir auf jeden Fall ganz viel falschen. Oh, was? Wie umfangreich ist es denn bitte hier? Ist noch einer. Wer ist er? Astron. Den kann ich auch nicht ansprechen. Den auch nicht. Sehr leicht. Sehr leicht und leicht. Ahnung. Okay, Schlafkabine könnten wir sogar benutzen. Gut, die Sachen hier. Das wäre jetzt wieder Diebstahl. Das Buch auch, ja, okay. Sicherheit hat sich verbessert. Hier auch könnten wir schlafen und so. Ja, die Sachen. Oh. Nee, doch nicht. Ich dachte erst, die könnten wir nehmen, dass die nicht rot angezeigt sind, aber das war tatsächlich nicht der Fall. Gut. Oh, Leute, das ist so wahnsinnig umfangreich hier schon wieder. Wahnsinn, also hier geht auch noch eine Treppe hoch, ich fasse es nicht. Okay, ist noch so ein Raum, oh, es kann auch sein, dass das jetzt alles irgendwie schon wieder, sag mal schnell, irgendwas mit einer Quest oder so zu tun hat. Das weiß ich natürlich nicht. Wahnsinn. Oh, was ist da unten? Oh, eine Eispranke. Cool. Die hauen wir uns gleich an den Kopf. Erdhaufen. Ohne Auge der Mitternacht. Geil. Oh nein, ich bin schon wieder zu schwer beladen. Ja, wie gesagt.
Mit den Pfeilen habe ich das nicht so. Das war der. Ach so, die habe ich da jetzt ins Grab gelegt. Trichterling. Ach Mist, jetzt bin ich da noch einmal raufgekommen. Ja, nice. Gleich was entdeckt. Ups. Oh ja, der geht da nur. So, jetzt muss ich aber gleich gucken. Nicht, dass ich mich hier gleich wieder verfriemel. Und wieder irgendwo hinlatsch. Wir wollen uns ja erstmal in Ruhe jetzt beim Sanktum umschauen. Ah, okay, ja, wir sind von hier, glaube ich, gekommen. Ah ja, und das ist denn der andere Weg. Auch mit den Figuren, ne? Das sieht auch so mega aus mit den Statuen. Ah, hier ist auch noch ein Weg. Oh, Leute, da werden wir mit einer Folge nicht hinkommen. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal einen netten Rundgang. Und verschaffen uns hier erstmal einen Überblick. Also ich meine, hier gibt es ja so viel zu gucken. Geil, hier ist ja auch noch was. Denn hier? Haus der Schüler. Ja, da sind wir eigentlich richtig, ne? Gucken. Naja, gut, das darf ich natürlich alles nicht nehmen. Oh, wenn wir das alles nehmen könnten, ne? Das wäre natürlich Hammer, ne? Da bin ich ja auch Fuchs, ne? Wow, also da muss ich schon sagen, ich bin beeindruckt. Also, Haus der Schüler Schlafräume, okay. Oh, grüßt euch, schön weiter schlafen. Ich guck mich nur eben ein bisschen um. Ey, das wäre natürlich... Silberbrokatschuhe. Boah, die sind ja richtig was wert. Da pennt auch einer. Jetzt weiß ich nicht. Schleiche ich jetzt hier gerade rum? Ja, aber das sehen die doch, wenn ich die jetzt mitnehme. Oh, Leute, die sind so viel wert. Ich will die haben, ey. 160 Groschen für so eine komischen Botten hier. Du, 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 du. La, 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 la. Scheiße, das fällt auf. Ich weiß ja immer noch nicht, ob das Nachteile hat, wenn man das jetzt... Cloud. Wie kann man die denn mitnehmen, ohne dass das einer mitkriegt? Ey, 160 Groschen für so eine Botten. Alter, was ist das? Wenn die raus sind, oder was, wenn die hier nicht pennen, kann ich die denn mitnehmen, oder was? Haus der Schüler, das muss ich mir merken. Schlafräume war das, ne? Jo, da gehen wir nochmal hin, wenn, oder ich alleine sonst. Und ich erzähle euch das dann. Wenn die nicht mehr schlafen. Mal sehen, ob wir die denn mitgehen lassen können. Schaufel? Ja, Mist, jetzt sind wir wieder zu schwer beladen. Ja, ich muss hier unbedingt eine sichere Truhe finden.
ist ja auch geil hier mit dem Turm. Komme ich da irgendwie ran? Dass ich mich da umgucken kann? Oder ist da nichts? Ich muss gerade mal eben was gucken. Wir sind echt schon Stufe 10, ne? Hätte ich ja nicht gedacht. Oh, sieht so mega aus, ne? Sorry, Leute, das habe ich jetzt bestimmt schon 20 Mal gesagt. Aber ich meine, wie schön bitte sieht das aus? So geil gemacht, ne? So schön gemacht, ey. So, nehmen wir mal hier unsere Schwimmabkürzung. Das habe ich ja schon öfters gemacht. Hier, oh, hier komme ich gar nicht hoch. Scheiße. Upsi. Eieiei, muss ich ja wieder außen rum gehen, wa? Ja, mal, wenn wir hier nochmal versuchen, dass hier ein bisschen weniger steil ist. Oh, nee, hier komme ich gar nicht durch. Ist eine Anlegestelle auf jeden Fall. Eieiei. Ja, müssen wir außen rumgehen, Leute. Habe ich wieder Mist gebaut. Ah, das müsste ja eigentlich hier auch gleich sein, ne? Können wir noch ein bisschen Blumen hier mitnehmen? Naja, Blumen sind das eigentlich nicht. Da stand Bergamotte. Wellenfels? Okay. Oh, ich freue mich so, ne? Das ist so geil. Das ist so schön gemacht. Ja, cool. Wer ist das? Der Magie zu Ehren. Ihr seid also der Neuankömmling, der sich aus der Mine geschlagen hat, wie? Mersul hat mir alles erzählt. Also dann, willkommen im Sanktum. Mein Name ist Vanmiria und ich werde euch in den Orden einführen. Ich kann mir vorstellen, dass euer Weg bis hierher sehr beschwerlich war, aber ich versichere euch, dass er sich gelohnt hat. Als einer der wenigen Begabten seid ihr etwas sehr Besonderes und genau so werden wir euch hier auch behandeln. Dies ist keine Kaserne. Ihr dürft hier ein Zimmer beziehen, seid jedoch frei, jederzeit zu gehen. Wir haben hier verschiedene Händler und Ausbilder, sowohl für Waffen als auch für Magie. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch stets an mich oder an einen der älteren Magier hier wenden. Aber nun wollt ihr sicherlich erst einmal wissen, wie es mit euch weitergeht. Ein jeder Neuling muss bei uns eine alte Tradition erfüllen. Keine Angst, es ist keine Prüfung oder etwas derartiges. Ihr müsst lediglich den Schrein von Narazul Arantheal aufsuchen und die Inschrift auf dem Sockel lesen. Dieser Mann war der Schöpfer der Idee, für welche wir kämpfen. Worin diese Idee besteht, wird euch Mersul später näher bringen. Zuerst muss es reichen, dass ihr wisst, wie wichtig Narazul Arantheal für den Orden war und noch immer ist. Verlasst das Sanktum in Richtung Süden und folgt dem Weg. Ihr müsst ein Stück durch die Wildnis wandern, bis zu eurer Linken der Schrein auftaucht. Es ist im Grunde nicht schwer zu finden. Falls ihr auf Wildtiere stoßt und euch ihrer erwehren müsst, gebe ich euch noch diesen Trank mit. Kehrt heil zurück. Ja, geil. Quest beendet. Auf zum Sanktum, habe ich gerade noch gesehen. Wir haben die Erzmagierin Vanmiria hier antreffen können. Und... ah, wieder aufladen. Ah, okay, ja, das kann die auch. Das hatten wir, glaube ich, bei den Eterna schon mal gesehen. Aua, geil. Teleportieren, Arcanes Sanktum. Ganz ehrlich, bei einem Groschen brauche ich nicht falschen. Das kaufe ich ihr so ab. Beruhigen, Frostnova, geil. Das Zaubersprüche hat sie auch. Tauschhandel.
Ah, okay. Okay, die kauft uns nur so Magiesachen ab. Ja, cool. Könnten wir also auch machen. Überreden, das habe ich irgendwie noch nie benutzt. Das weiß ich nicht, was das damit auf sich hat, aber sie hat uns ja irgendwie eine Quest, glaube ich, mitgegeben. Ach Quatsch, ich gucke doch schon wieder falsch, Mann. Auf zum Sanktum. Ich war im Magier-Sanktum und habe mit Erzmagierin Vanmiria gesprochen. Sie sollte nun alles weitere regeln. Das haben wir also erledigt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Pilgerreise. Die Pilgerreise. Erzmagierin Vanmiria trug mir auf, zu Narazul Arantials Schrein zu wandern und die Inschrift darauf zu lesen. Ich soll das Sanktum Richtung Süden verlassen und auf den Wegen bleiben, bis an meiner linken Seite der Schrein auftaucht. Cool. Okay, das haben wir also auch. Ach so, was ich noch gerade eben gucken kann. 7.27 Uhr. Ja, da bin ich mal gespannt, wann die Lehrlinge da aufstehen, weil, also diese Schuhe. Geil, die sichere Truhe entdeckt. Wow, oh, ist das cool. Dann können wir ja hier erstmal... ein paar Sachen ablegen. Ich hatte da auch schon was im Sinn. Und weiß das jetzt schon wieder nicht mehr. Das haben wir ja alles an, ne? Oh, die sind ja auch richtig viel wert. Die sind ja sogar mehr wert als die vom Straßendieb, die Sachen. Schlechte Ex des Blutfürsten. Ja, das ist auch so eine Frage, ob wir das behalten wollen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das waren Zutaten, die ich hier ablegen wollte. Nee, hier war das gar nicht. Das war da hinten. Da können wir jetzt ja noch mal eben zwei, drei Sachen verkaufen. Ja, stimmt. Hier war das. Ich glaube, das war... ja, bei ihm war das. Ja, bitte? Was kann ich für euch tun? Tauschhandel, so. Mal gucken, ob die das macht. Nee. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal mit ihr schon gefeilscht. Ah, das ging. Schön. Ja, die Eisenpfeile. Alle verkaufen will ich nicht, weil ich von den anderen noch nicht so viele habe. Aber 50 können wir mal machen. Weil wenn, dann benutze ich sowieso nur... ja, den können wir noch. Das können wir noch. Die. Weil meistens benutze ich sowieso diese oder die Stahlpfeile. Die habe ich, glaube ich, sogar jetzt auch ausgerüstet. Wobei das eigentlich ein bisschen dumm ist von mir, weil der Silberbogen zum Beispiel, der macht ja viel mehr Schaden als zum Beispiel mein Schwert. Also, das ist leider auch ein bisschen kaputt. Ich bin aber der Meinung, ich kann das selber nicht reparieren, weil ich das verzaubert habe. Ah ja, okay, die macht also Waffen und Klamotten. Die möchte ich eigentlich nicht verkaufen. Da muss ich mich denn irgendwann mal entscheiden. Was hat sie denn so?
Stahlkurzschwert. Das macht 9 Schaden. Das ist natürlich nicht schlecht, weil meins macht nur noch 5, weil das ziemlich low ist. Und die Unheilsklinge, die... Ja, macht zwar auch 9 Schaden, ist aber so schwer. Ich glaube, macht das so, dass ich das verkaufe und das Ding auch. Ja, die können wir ja nochmal behalten und ich kaufe mir dann hier von ihr dafür ein Kurzschwert. So. Wie gesagt, reparieren... Ja, sie hätte es wahrscheinlich reparieren können. Oh, das müssen wir auch mal wieder aufladen hier. Ja, und laden wir die, lassen wir die auch noch einmal reparieren. Weil die Set-Gegenstände kann ich selber auch nicht reparieren. Kann ich mit dem sprechen? Tut mir leid, ihr gehört nicht zu uns. Wenn ihr ein Anliegen habt, so sprecht mit Vamiria. Tut mir leid, ihr gehört nicht zu uns. Oh, gleich voll unfreundlich. Das kann ich natürlich auch nicht mitgehen lassen, ne? Oh, was? Hier geht das ja auch noch. Hey, grüß dich. Ja, verschwind mal. Dann werde ich das auch nochmal versuchen, wobei das eigentlich auch mega assi ist, oder? Wenn man da seine eigenen Kameraden, sag ich mal, beklaut. Ich meine, wir werden da jetzt höchstwahrscheinlich irgendwie in den Orden aufgenommen und zocken die Leute erstmal ab. Boah, hier ist es ja auch noch so riesig. Hier geht das ja auch noch überall lang. Geil wäre natürlich eigentlich, wenn man die Sachen hier mitgehen lässt, kriegt keiner mit. Und man hier die Treppe runtergeht und einem von den Händlern das wieder andreht. Wie geil wäre das eigentlich, bitte? Oh. Nein, hat das jetzt schon als Clown gezählt? Nee. Ey, sorry, Kumpel, das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Stimmt, das war der andere... Ah, okay, der könnte auch wieder aufladen. Das war der andere Typ, wo ich meinte... Oh, was ist denn hier passiert? Uiuiui, die haben aber viele Bücher hier. Oh, die kann ich auch alle nicht nehmen. Wo ich vorhin meinte, ja, wir hatten schon mal einen Händler gefunden. Einen Lehrer gefunden. Ja, geil. Also das ist ja hier Hammer. Also krass. Hier gibt es ja so viel zu entdecken. Wahnsinn. Also das ist ja echt. Ah ja, hier waren wir schon mal. Da hatte ich mich an den Bienenstöcken verletzt. Oha, wo geht das hier lang? So, bevor ich das vergesse und mich sonst wieder wundere. Ja, der Ausgangspunkt hier, ne? Jo, okay. Ja, cool, Leute. Haben wir erstmal uns hier einen Überblick verschafft und einen kleinen Rundgang gemacht. Die Folge wird jetzt auch ein bisschen kürzer. Ich würde nämlich sagen, wir belassen das dabei, haben uns hier einen Überblick verschafft, schön umgeguckt, wissen ungefähr, wo was geht. Ja, haben die Erzmagierin Vamiria gefunden und in der nächsten Folge knüpfen wir dann sozusagen nahtlos hier wieder an. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.